Jetzt ist es offen. War das wieder der Alkohol? Komm mir nicht zu nahe. Wie? Was? Du kannst mich sehen? Oje, wenn ein Grünschnabel wie du mich sehen kann, wer kann das dann sonst noch? War das? Sie haben mich gefangen. Ich muss hier raus. Ich muss fliehen. Damit wären wir schon zwei. Ich schlage vor, jeder flieht in eine andere Richtung. Bitte was? Mit dieser Strategie hat noch nie ein Pirat überlebt. Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Hey, jeder weiß, dass man dem großen Oscar trauen kann. So? Ich nicht. Ich habe noch nie sowas wie dich gesehen. Dann vertrau deinem Instinkt. Du weißt, dass ich dir helfen kann. Sagtest du Pirat? Keine Zeit für Plaudereien, Plaudertasche. Ja, ich war mal ein großer Pirat. Oscar der Schreckliche. Bekannt in ganz England und darüber hinaus, bis mich die königliche Marine in einer heroischen Schlacht getötet hat. Seitdem bin ich etwas kleiner und blasser. Dafür verfüge ich aber über Fähigkeiten, von denen ich früher nur träumen konnte. Jetzt genug des Geplauders. Wir müssen jetzt wirklich von hier verschwinden. Diese Maschine scheint zu schrecklichen Dingen in der Lage zu sein. Fast hätte sie meinen Geist vernichtet. Ich möchte nicht noch einmal darin eingesperrt werden. Was für Fähigkeiten sprichst du? Mal sehen. Was sind meine wichtigsten Fähigkeiten? Ich bin ein wahres Musikgenie. Erlaube mir eine kleine Demonstration. Wir lagen vor Madagaskar und hatten... Bitte. Stimmt, wir haben es ja eilig. Verzeihung. Außerdem hat dein Krächzen rein gar nichts mit musikalischem Talent zu tun. Oh, und ich habe noch ein anderes Talent. Ich spüre weder Hitze noch Kälte und kann daher alles Mögliche anfassen. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu meinem musikalischen Talent. Und ich kann dir sowieso nur helfen, wenn du meine Handschuhe findest. Ich glaube, ich habe die Handschuhe bereits. Dann gib sie mir. Und warte mal, ich hätte da auch ein paar Fragen. Wer bist du überhaupt? Und warum musst du eigentlich fliehen? Vergiss es, ich muss dir gar nichts erzählen. Ich traue dir nicht. Das alles hier macht mir Angst. Hey, so werden wir nie eine Mannschaft. Ich lege keinen Wert auf eine Mannschaft. Komm mir nicht zu nahe. Ganz wie du willst. Du wirst dich noch wundern. Auf den Schreck würde ich gern erstmal was trinken. Es kann nicht schaden, sich ein wenig umzusehen. Vielleicht da hinten? Ethan, ich habe da gerade ein sehr verdächtiges Geräusch gehört. Es klang, als hätte jemand den Schnapper geöffnet. Das ist doch unmöglich. Er ist mit einem Schlüssel sicher verschlossen. Sehr gut. Und der Schlüssel ist? In der Schublade natürlich. Genau neben dem Schnapper. Immer griffbereit. Ethan, ich bringe sie um. Jetzt klettert sie da oben herum. Oh, weh, wenn sie irgendwas gefunden hat. Meine Handschuhe. Du hast meine Handschuhe gefunden. Ja, und jetzt wirst du mir helfen, richtig? Klar. Lass uns ein paar tolle Schätze stehlen und dann raus hier. Ja, aber unsere Wege trennen sich wieder, sobald wir hier draußen sind. Ja, so in der Art. Was meinst du mit so in der Art? Nun ja, da du nun der Träger meiner Handschuhe bist, bin ich sozusagen an dich gebunden für... Nun ja, immer. Du hast mir versprochen, mich in Ruhe zu lassen. Fein, fein. Lass uns die Sache besprechen, sobald wir hier draußen sind, ja? Das war ein gemeiner Trick. Keine Sorge. Mit mir an deiner Seite bist du auf jeden Fall besser dran. Warte nur. Ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Wenn du mich brauchst, wirst du mich schon finden. Genau. Lässt die Spieltür zum Jetzt klettert sie da oben herum.
Nase! Du bist derjenige, der Angst haben sollte. Oscar? Hier bin ich. Klar kann ich das aufheben. Für mich ist das kein Problem. Kleiner Scherz. Ich verwahre die Säge für dich. Ja, schön. Danke. So, jetzt müssen wir ja eigentlich irgendwie hier rauskommen, ne? Dahinter führt eine Feuerleiter hinab. Aber leider. Ich bin dahinter. Ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Wie komme ich hier nur raus? Wir sollten über das Dach entkommen. Wie komme ich auf das Dach? Vielleicht musst du die Glasscheibe zerstören. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Na los! Ja, nehme ich einfach mal das Kreidenstück auf die Glasscheibe. Hier werde ich nichts anmalen. Dieser Kratzer kann an der falschen Stelle viel Schaden anrichten. Das kann ich nicht zersägen. Ey, du sollst es werfen. Wie komme ich hier nur raus? Wir sollten über das Dach entkommen. Wie komme ich auf das Dach? Vielleicht musst du die Glasscheibe zerstören. Wie kann ich die Glasscheibe zerstören? Du solltest auf der Tafel ein gemeines Geräusch erzeugen. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ach ja, so. Ich glaube, das hat mir geholfen. Auf los! Auf der Tafel, ja. Okay, das sagt alles aus, ne? Tafel, dieses Rietchen, ne? Ah, oh, das lieben wir ja alle. Das ist so toll, das Rietchen. Das jetzt funktioniert. Egal. Können wir das hier abschlägen? Ja. Weil ihr wisst ja, ich habe so eine Idee, ne? Weil diese Idee ist, glaube ich, ganz gut. Dahinter führt eine Feuerleiter hinab. Aber leider, dahinter. Ich könnte ihn als Brücke verwenden, wenn da nicht die Fensterscheibe im Weg wäre. Hilfe! Wie komme ich hier nur raus? Wir sollten über das Dach entkommen. Wie komme ich auf das Dach? Vielleicht musst du die Glasscheibe zerstören. Wie kann ich die Glasscheibe zerstören? Du solltest auf der Tafel ein gemeines Geräusch erzeugen. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. Also, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Also, hier gibt's wirklich hoch und runter laufen. Das ist doch schön. Aber dafür seht ihr diese wundervolle Lift da, ne? So, also nochmal zur Tafel.
mit der Kreide war schon ziemlich unschön. Vielleicht muss mir etwas noch Schrecklicheres einfallen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Ein Fuß aus Elfenbein. Ja, genau. Gucken, was es hier noch so ist, ne? Hier ist nichts drin. Die Schublade ist auch leer. Diese Klappe steht mächtig unter Strom. Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten. Ich mache nicht jeden Unsinn mit. Schade. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. So, aber was könnte man jetzt machen? Ach so, warte mal. Ich habe hier noch diesen Zahnkratzer. Der macht natürlich auch megamäßig Geräusche, ne? Und wie das gleich klingen wird, wenn wir den da für nutzen werden. Oh, das wird gleich schön quietschen. Achtung. Oh, das wird gleich richtig schön. Wir sie uns. Es regnet draußen, wie ekelhaft. Also schnell wieder hoch. Dum, 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 dum. Ding. Hallo. Weitergehen sollst du. Nee. Oh. Rundfahrt. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Folge mir! Ich kenne den Weg! Schnappen wir sie uns! Schade, dass er nicht auf die Verwaltung Klapp gefallen ist. Ja, Haunted, das Spiel, ab dem 19. August im Handel erhältlich, und das war das Spiel. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachspielen, wenn ihr es einfach mal selber spielen wollt. Viel Spaß dabei. Tschüss.